Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren auf der Tribüne und hinter den Bildschirmen. Während in Bochum am Freitag der letzte Opel von Band läuft, kündigt E.ON an, seine konventionelle Kraftwerksparte abzustoßen. Stattdessen will man sich auf erneuerbare Energien konzentrieren. Diese beiden unternehmerischen Entscheidungen sind beispielhaft für den tiefgreifenden Strukturwandel, den wir derzeit erleben. Während wir den alten Strukturwandel, also den schwindenden Einfluss von Kohle, Stahl und klassischer Industriefertigung in Nordrhein-Westfalen noch nicht mal vollständig verkraftet haben, drohen wir bereits bei der nächsten Herausforderung, nämlich der digitalen Revolution, der Transformation zur Informationsgesellschaft, ins Hintertreffen zu geraten. Auch das lässt sich am Haushalt ablesen. Das Budget der gesamten Wirtschaftsförderung in Nordrhein-Westfalen ist nur ein paar Prozentpunkte größer als die Mittel, die für den Ausstieg aus der Steinkohlebergbau verwendet werden. Wir beschäftigen uns mehr mit der Vergangenheit als mit der Zukunft. Den regierenden Politikern ist die Beerdigung des Steinkohlebergbaus 30-mal mehr wert als die Förderung der Zukunftsinfrastruktur, nämlich dem Breitbandausbau. Und dass das Haushaltspöstchen Förderung der digitalen Wirtschaft mit 150.000 Euro im Promillebereich des Gesamthaushaltes liegt, muss ich wohl nicht erwähnen. Obwohl Herr Minister Dün einen Schwerpunkt seiner Politik bei der Förderung der digitalen Wirtschaft sieht, passiert sehr wenig. Man merkt, dass das Umdenken auf den Wandel zur Informationsgesellschaft schwerfällt und die in Jahrzehnten gewachsene klassische Wirtschaftsförderung immer noch dominant ist. Frau Schneckenburger, es ist eben nicht erkennbar, an welcher Stelle der Schwenk zur Förderung digitaler Wirtschaft stattgefunden haben soll. Wir hatten Sie vor inzwischen 2 Jahren aufgefordert, den Breitbandausbau zur Chefsache zu machen. Eine zeitgemäße Breitbandinfrastruktur gehört zur materiellen Daseinsvorsorge und ist gerade für ländliche Regionen wichtig, um die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse zu garantieren. Herr Eiskirch, ist er noch da? Da ist er, da ist er. Hallo, Herr Eiskirch. Es ist eben nicht nur Gejammer, was wir tun. Wir haben sehr konkrete Vorschläge vorgelegt, zum Beispiel in diesem Punkt. Sie haben sowas aber grundsätzlich einfach nur vom Tisch gefegt. Es wurde ein runder Tisch einberufen, der inzwischen, und jetzt haben wir ja mittlerweile das Jahr 2014, er hat Handlungsempfehlungen formuliert. Auweia. Wenn man sich diese anschaut, sieht man vor allem leere Floskeln. Zum Beispiel die Empfehlung, Gespräche mit regionalen Ansprechpartnern zu suchen. Da setzt der Minister ein großes Beratungsgremium ein und dies empfiehlt ihn, mit Regionalverantwortlichen zu sprechen. Das klingt mehr nach Verzögerungstaktik als nach Aufbruch. Und auch die letzte Handlungsempfehlung, nämlich sich den regulierungs- und ordnungsrechtlichen Fragen anzunehmen, ist ja nicht falsch. Nur hätten längst die Antworten auf diese Fragen gefunden und umgesetzt werden müssen. Und ich frage mich, sollen die ganzen beratenden Gremien und Sonderbeauftragte, die der Wirtschaftsminister eingesetzt hat, mangelnden politischen Willen ersetzen? Wir fordern, dass die Landesregierung ihrer Verantwortung gerecht wird und nachhaltige Impulse für den Breitbandausbau in NRW setzt. Dazu zählt eine starke Koordinierungsfunktion des Landes. Wenn wir Synergieeffekte beim Glasfaserausbau nutzen wollen, ist es längst Zeit, diese zu planen. Hier haben Bund und Land in den letzten Jahren viel zu lange geschlafen. Und ich hoffe, dass die Förderprogramme in Zukunft nicht mehr an die Internet-Steinzeit ausgerichtet sein werden. Die Bedingungen dieser Programme sind mittlerweile nur noch anachronistisch. Gleichzeitig sieht sich das Land und die Regierung nicht in der Verantwortung, eine digitale Agenda für das Land aufzustellen. Denn mit dem Breitbandausbau alleine ist es noch lange nicht getan. Alle unsere Anträge und Vorschläge hierzu haben Sie vom Tisch gefegt. Das ist fahrlässig. Einen weiteren Punkt möchte ich noch ansprechen. Es wird Zeit, moderne Standards vorzugeben, wie Wirkungskontrollen von Förderprogrammen auszusehen haben. Denn wie kann sonst eine ehrliche, ergebnisoffene Überprüfung der eingesetzten Mittel stattfinden? Derzeit überprüft die Regierung sich selbst. Dass in den veröffentlichten Berichten keine allzu kritischen Aussagen getroffen werden, ist doch glasklar. Wir Abgeordneten haben den Auftrag, die Regierung zu kontrollieren. Das geht aber nur, wenn es eine unabhängige Evaluation gibt. Wenn grundsätzlich alle Gutachten und Berichte und alle Prüfungsdaten veröffentlicht werden.
Auch der Landesrechnungshof bemängelt, dass die Landesregierung die Vorgaben im Bereich der Wirkungskontrollen regelmäßig nicht einhält. Das muss sich ändern. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Schwert. Für die